Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Marion Weber, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin und mache diesen Kanal, um euch darin zu unterstützen, die Folgen von Bindungstrauma zu erkennen und euch Wege aufzuzeigen, wie ihr da rausfindet, um stark, stabil und selbstbewusst euer Leben gestalten zu können. Kennt ihr das, dass irgendjemand etwas getan oder gesagt hat, das euch traurig macht? Oder wütend oder euch sehr verletzt. Und ihr geht dann mit diesen Gefühlen zu einem Freund oder einer Freundin, um euch trösten zu lassen. Und dann sagt dieser Freund oder diese Freundin zu euch diesen einen ungeheuren Satz: Lass doch einfach los. Oder du musst einfach nur loslassen, dann geht's dir wieder besser. Und wenn es euch interessiert, warum ich diesen Satz für äußerst schädlich und die Beziehung verletzend halte, dann bis gleich. Um es vorweg zu sagen, warum ich diesen Satz "Lass doch einfach los" oder noch schlimmer "Du musst halt einfach nur loslassen" für so schädlich und die Beziehung verletzend halte, ist ja ganz einfach, weil derjenige, der über seine Gefühle spricht, von der anderen Person nicht wahrgenommen wird. Weil da eine Person, die sich traurig fühlt oder die wütend ist oder die sich sehr verletzt fühlt, Trost und Mitgefühl sucht bei einer anderen Person, einem Freund, einer Freundin. Und diese Freundin oder dieser Freund überhaupt nicht mitfühlend präsent ist, sondern einfach nur mit einem Totschlagargument die andere Person abbügelt. Und das muss nicht bewusst böswillig geschehen. Das wird oft, ja, im Guten auch, in dem Wunsch, dem Freund oder der Freundin helfen zu wollen, gesagt. Aber diejenige Person, die in ihrem Schmerz oder in ihrer Wut oder in ihrer Trauer das gesagt bekommt, die wird ja nicht da abgeholt, wo sie steht. Die will vielleicht gar keinen Ratschlag oder keinen Tipp. Die braucht sehr wahrscheinlich Trost und Mitgefühl. Und dafür sind Beziehungen und Freundschaften da. Dafür, dass wir präsent sein können miteinander. Dafür, dass wir uns trösten, wenn es nötig ist. Dafür, dass wir miteinander mitfühlen und wir so spüren, dass wir verbunden sind, dass wir nicht alleine sind, sondern dass dann noch jemand da ist, der mit uns fühlt. Und wenn unser Bedürfnis nach Trost und Mitgefühl mit einem Ratschlag oder einem Tipp abgebügelt wird, dann ist diese Beziehung verletzt. Dann verletzt uns das und lässt uns alleine dastehen mit unseren Gefühlen. Und dadurch fühlen wir uns dann alleine gelassen und isoliert und nicht verbunden mit der anderen Person. Verbindung wird nur über Mitgefühl, über Trost, über Geborgenheit spenden hergestellt. Zumindest in einer derartigen Situation. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr euch im Schmerz oder in der Trauer an einen Freund oder an eine Freundin wendet, dass ihr dann Trost und Mitgefühl braucht. Und dass es genau dieser Trost und dieses Mitgefühl ist, das euch euer Freund, eure Freundin dann entgegenbringen sollte. Und wenn ihr der Freund oder die Freundin seid, seid euch dessen bewusst, wenn jemand in seiner Trauer oder in seinem Schmerz zu euch kommt, dass ihr dann präsent seid und mitfühlend und trostspendend seid. Erinnert euch daran, dass es das ist, was derjenige, der sich an euch wendet, jetzt braucht. Und dann schaut mal, wie sich die Beziehung oder die Freundschaft daraufhin verändert. Ob dadurch mehr Verbundenheit, mehr Wärme, mehr Nähe entstehen kann. Und besonders hilfreich ist es, wenn ihr nicht nur mit euren Freunden und Freundinnen genauso präsent mitfühlend sein könnt, sondern auch mit euch selbst und euren eigenen Gefühlen. Wenn ihr präsent und mitfühlend mit allem, was in euch vorgeht, sein könnt. Und das ist eine hohe Kunst und alles andere als einfach zu erlernen. Und wer jetzt Lust hat, kann gerne meiner eigens dafür ins Leben gerufenen Facebook-Gruppe Emotionale Heilung beitreten.
Die verlinke ich euch unten unter dem Video in der Beschreibung. Und dort könnt ihr euch mit anderen in einem geschützten und von mir begleiteten Rahmen über eure Erfahrungen austauschen. So, meine Lieben, das war's für heute wieder mal von mir. Ich hoffe, ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen und ihr profitiert vom Zuhören. Schreibt mir dazu gerne eure Erfahrungen in die Kommentare und denkt immer dran, Mission Possible, Heilung ist möglich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Marion Weber.